Die Serie hält. Die TSG schlägt den SC Freiburg in einem intensiven Baden-Derby mit 2:1 und bleibt auch im 7. Spiel ungeschlagen. Dank der Treffer von Sandro Wagner und André Kramaric feiert die TSG den 3. Sieg hintereinander. Ja, ich glaube, nicht stringent gut über 90 Minuten, aber mit ganz ordentlichen Anfangsphase, dann guten 10 Minuten von uns, wo wir auch das Tor dann machen, dann mit einer Schwächeperiode vor der Halbzeit. Zweite Halbzeit, glaube ich, waren wir klar die bessere Mannschaft mit viel mehr Chancen, viel besserem Zugriff. Taktisch, glaube ich, Tick reifer gewesen, zweimal umgestellt und Freiburg nicht mehr so richtig ins Spiel kommen lassen und am Ende, glaube ich, verdient gewonnen. Ich denke, nach der letzten Länderspielpause war dann, glaube ich, das Spiel in Mainz. Da sind wir nicht so gut in die Partie gestartet. Das haben wir heute oder wollten heute das besser machen und haben meiner Meinung nach das auch geschafft. Und wir haben versucht, auch ja, nach den zwei Siegen weiter auf der Welle zu reiten, dass wir noch mehr Siege holen. Und ich denke, das haben wir dann heute gut gemacht und auch geschafft. Ich muss sagen, dass es natürlich ein sehr, sehr schönes Gefühl ist, wieder gewonnen zu haben. Wir haben jetzt 3 Siege in Folge eingefahren. Das ist ein großer Schritt für uns. Es war ein hartes, ein schweres Spiel und ich will mich bei allen bedanken. Bei meinen Teamkollegen, beim Trainer und dem Funktionsteam, weil alle bis zum Ende gekämpft haben. Und jetzt können wir zufrieden sein, weil wir 3 wichtige Punkte geholt haben. Die letzten Spiele war es so, dass man ab der 75. viele Chancen hatten, wo man sagt, zumachen müssen, heute, glaube ich, müssen wir es von der 45. bis zur 65. entscheiden. Also viel, viel früher müssen wir 2-3-0 in Führung gehen, glaube ich, dann ist Freiburg am Boden und kommt auch nicht mehr auf. Dann gibt es diese ganzen strittigen Situationen, nicht über die Fußballwelt jetzt diskutieren darf. Da ärgere ich mich schon drüber, weil wir das oft trainieren eigentlich, diese Situationen. Aber wir bleiben da dran und versuchen, dass wir es in Zukunft besser machen.